Auch das ist eine bewusste Entscheidung, die jeder für sich selber muss treffen muss. Es also ist ja mit allem so, mit dem Konsum ja generell. Also, oder? Das, brauchen wir etwas? Was kann man mit dem anfangen? Gibt es uns etwas? Wenn nicht, dann vielleicht lieber nicht. Hoi, ich bin Ronja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiss, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie sie die Freude in ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Nore Parada, zum Let's Create Joy Podcast. Ich habe mega Freude, dass du da bist, dass wir uns da austauschen können, über was uns Freude macht, was dir Freude macht. Aber zuerst würde ich mal erzählen, wer du bist und was du machst und dann natürlich, was dir Freude macht und wie du Freude in deinen Alltag reinholst. Ja, hoi Ronja, ich habe mega Freude, dass ich da sein. Danke vielmals für die Einladung zu deinem Podcast. Also ich verfolge dich ja sowieso ja schon länger. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Weile und ich finde es eine mega tolle Arbeit, was du machst. Und bin jetzt mega happy, dass ich auch mal da mit dir einen Austausch haben. Toll. Mega. Ja, zu mir eben. Ich bin Nore. Ich komme aus Zürich. Also ich bin in Zürich geboren, bin durch und durch Zürcherin. Okay, hören wir dir auch an. Wenn man dein Zürichdeutsch, ich bin im Säuliland aufgewachsen und es ist einfach so anders Zürichdeutsch. Das ist einfach so. Sogar regionale Unterschiede, gell? Ja, das ist spannend. Also ich habe auch schon zu hören bekommen, du hast eine richtige Zürich-Schnur. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ja gut, ja ist es so. Ich kann es nicht verleugnen. Genau. Ja. Und beruflich, also wie wahrscheinlich auch einige, komme ich ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich. Das ist das, wo ich gelernt habe, dort, wo es mich quasi angeführt hat, also die Eltern oder die Mami und meine Lehrer. Aber vielleicht auch nicht das, was ich unbedingt wollte. Weißt du, was du unbedingt wollte? Hey, ja, wirklich. Und wieso ich das wähle, ich weiss das jetzt auch. Der tiefere Sinn und Bedeutung von dem. Ich wollte Kosmetikerin werden. Oder? Ich meine, es ist ja noch spannend, Kosmetikerin. Und ich habe mir gedacht, ja, Kosmetik, das ist lässig und so. Ich bin jetzt aber nie gross die, die mich mega geschminkt hat. Ich glaube, um das ist es gar nicht gegangen. Aber durch das dann meine Lehre gefunden, nein, mach das KV. Aufpassen. Verdienst mehr mit dem. Mhm. Und Money Mindset, oder? Ich meine, wie man prägt ist, mit Familie, aufwachsen etc., ist das ein riesen Trigger gewesen. Ich habe gefunden, aha, ja gut, dann muss ich mein Geld verdienen. Nein, ich muss das machen. Dann habe ich das gemacht. Ja, bei 2 Jahren auf der Bürolehre. Bürolehre habe ich gemacht, auf der ZKB. Nach diesen 2 Jahren bin ich dann auch wieder gegangen. Also, trotzdem, meine Laufbahn ist dann weitergegangen im kaufmännischen Bereich. Ich hatte ganz tolle, lässige Stellen gehabt. Also in der Musikbranche war ich, war in der Eventbranche, der Reisebranche, Kommunikation allgemein, Sportbereich. Und von dem her hatte ich da Wechsel gehabt. Es war jetzt nicht langweilig gewesen, aber ich habe gewusst, es gibt noch etwas anderes in meinem Leben, wo ich noch brauche. Das allein lange nicht. Und habe mich dann auf die Suche gemacht. Vor etwa 18 Jahren mich entschieden, dass ich eine Ausbildung möchte machen im Bewegungsbereich. Und so habe ich dann angefangen, irgendwann Gruppenkurs zu leiten, habe mich im Bewegungsbereich weiter ausgebildet im Fitnessbereich, habe dann im Fitnesscenter noch gearbeitet, Teilzeit oder als Springerin, als Fitnessinstruktorin und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, okay gut, aber da muss noch irgendetwas anderes sein. Ich muss noch ein bisschen tiefer in die Materie. Und vor allem ist mir wichtig, ich möchte mit dem Menschen eins zu eins arbeiten können. Ich möchte unterstützen, betreuen und mein Wissen, das ich kann,
weitergeben. Und dort ist nachher das wieder aufgekommen von meinem ursprünglichen Gedanken, Kosmetikerin zu werden, wo mir dann jemand gesagt hat, hey, weißt du, Nuri, vielleicht hast du das wollen werden, weil du dort schon gewusst hast, dass du eins zu eins willst, jemandem etwas Gutes tun. Und dann ist mir das Licht aufgegangen. Ich sagte, ja klar, das war es. Mein Unterbewusstsein hat es schon lange gewusst, nur habe ich so jung noch nicht gewusst, was ich mit dem anfangen soll. Und habe mich dann ausbilden lassen als Shiatsu-Therapeutin. Bin seit 4 Jahren Shiatsu-Therapeutin. Das macht das wirklich mit Leidenschaft. Das ist so ein schöner Beruf. Und in dem gehe ich auf. Und das ist auch der nächste Punkt. Das macht mir extrem Freude. Ich habe jetzt echt meine Berufung gefunden, also meine Berufung im Sinne von, ich darf mit Menschen eins zu eins zusammenarbeiten. Und Shiatsu ist, die es vielleicht kennen, Shiatsu ist ja eine Methode, eine therapeutische Methode, die unter komplementärtherapeutischen Bereichen geht. Im Shiatsu arbeitet man ja am Boden auf einem japanischen Futon, also traditionellerweise. Man kann das natürlich auch auf der Liege machen. Und ich bin selber in Bewegung und Bewegung ist für mich auch ganz wichtig im Leben, dass ich in Bewegung bin, also geistig, aber auch körperlich. Und ich bewege mich in der Behandlung und ich bewege den Klienten oder die Klientin in der Behandlung. Also ist es 2 Flüge auf einen Touch, oder? Ich kann 1 zu 1 arbeiten und bin noch in Bewegung und darf etwas Gutes tun. Und das ist total schön, also die Arbeit ist schön. Also ich freue mich, dass ich das machen darf. Ich kann seit 2 Jahre jetzt habe ich meine eigene Praxis in der Zürcher Altstadt, in einem herzigen, alten Zunfthaus, also so sehr nostalgisch. Und ja, ich mag das. Es ist einfach ein schöner Kraftort und eine kleine Oase. Und dort fühle ich mich im Moment, seit diesen 2 Jahren, fühle ich mich wohl. Genau. Ach, schön. Und man sieht dich strahlen, so von innen aus. So, Und das hast du dir selber erschaffen, weißt du? Es ist ja nicht so, dass man dir das irgendwie angeboten hat, du willst du da jetzt, sondern alles Schritt für Schritt. Ich bin gerade einmal, wo du noch am Üben warst, gell, bin ich zu dir in eine Behandlung gekommen. Genau, ich kann mich noch sehr gut erinnern, genau, ja. Wo wir uns kennengelernt haben, mal über eine gute Freundin. Ja, genau. Weil Shiatsu ist ja japanisch und das sagt viel. Und dann, das feine, tiefe. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen mehr erklären, wenn jetzt jemand noch nie von Shiatsu gehört hat. Vielleicht gibt es ja so Leute. Oder findest du. Das jetzt lässt, was ich wollte fassen. Vielleicht machst du das jeden Tag 100 Mal und findest nicht schon wieder. Nein, für mich ist es so schön, wenn ich über Shiatsu reden darf. Oder das darf jemandem auch. Ich soll sagen, erklären ist alles ein bisschen schwierig, oder? Weil eine Behandlung, das ist, wenn du in die Massage gehst. Oder? Du kannst schon erzählen, ja, ich mache Massage oder ich mache diese Methode. Ich sage einfach immer, ich kann dir so viel erzählen, wie du willst und du kannst dir irgendetwas vorstellen, aber du darfst es erleben. Das Erleben ist wirklich nochmal etwas ganz anderes. Wenn man Massage kennt und findet, ah, das tut mir gut und es gibt so ein wohliges Gefühl nachher, und das darf es beim Shiatsu auch geben. Und für mich persönlich ist der Unterschied halt zu anderen Methoden einfach im Shiatsu, dass ich für mich die Methode ausgesucht habe, weil ich im Shiatsu wirklich in eine extrem tiefe Entspannung kann kommen und die Berührungsqualität vom Shiatsu ganz eine andere ist als jetzt eine klassische Ölmassage. Also für mich geht das wirklich in die Tiefe und die Berührung. Also es ist auch wissenschaftlich erwiesen, wir brauchen alle Berührungen. Babys brauchen Berührungen, um zu überleben. Und wir Menschen brauchen den Kontakt mit anderen und die Verbindung. Und vor allem auch den Kontakt wieder zu sich selber. Und der ist im Shiatsu wirklich schön spürbar. Weil man darf einfach empfangen, man muss gar nichts machen. Man darf einfach sein und einfach spüren. Und das hat natürlich schon auch mit Vertrauen zu tun, das ist schon klar. Es muss natürlich auch ein Therapeut oder Therapeutin sein, wo man sich darauf einlassen und das ausprobieren. Und eben, wie du sagst, ursprünglich kommt es aus Japan, das ist korrekt. Und Shiatsu bedeutet übersetzt eigentlich Fingerdruck. Das zeigt das schon, das heisst schon, dass wir mit den Fingern, mit den Daumen arbeiten.
Aber nicht nur, wir arbeiten auch mit den Ellbogen, mit den Unterarmen, auch mit den Knien zum Teil oder mit den Füßen, je nachdem, was wir gerade machen und wo, an welchen Körperteilen wir gerade arbeiten. Shiatsu gehört eigentlich auch wie die Akupunktur zu der traditionellen chinesischen Medizin. Also es ist jetzt dort, gehört so in das Feld rein, mit der Philosophie von der Meridian. Das sind die Energieleitbahnen im Körper, wo jeder Mensch hat von uns. Die durchströmen uns. Es ist wie so eine Autobahn eigentlich. Man kann es ein bisschen vergleichen auch mit einem Blutkreislauf oder wie die Lymphbahnen oder das Nervensystem. Also, und so haben wir auch die Meridiane, die Energieleitbahnen. Und die haben immer noch zugehörig die Organe, wo sie quasi energetisch auch noch versorgen. Also wenn wir auf einem Meridian arbeiten, dann arbeiten wir vielleicht zum Beispiel, sagen ja, wir sind auf dem Leber-Meridian. Dann heisst das, dass die Leber-Energie, durch das wir sie behandelt, versuchen zu stärken den Energiefluss irgendwie mehr zu aktivieren und die Energie von der Leber noch ein bisschen mehr festigen oder eben mehr zum Fluss bringen. Und so arbeiten wir mit den Energieleitbahnen, aber nicht nur. Ganz wichtig ist es ja, und das finde ich eben auch wieder das Schöne, es ist eine ganzheitliche Therapie. Wir schauen den Menschen als Ganzes an. Es ist immer der Körper, der Geist und die Seele oder die Emotion, wie man dem auch will noch sagen. Es geht darum, dass man nicht nur sieht, okay, was ist jetzt das Problem, und man versucht, das Problem einfach wegzudrücken oder wegzubehandeln, sondern es ist auch im Gespräch herauszufinden, was triggert dann das Problem oder woher könnte das Problem kommen. Und manchmal hat man es bewusst die Antwort nicht. Und eben in der Entspannung und in der Ruhe weiss man dann, oder kommt man dem Kern näher, der Ursache näher, weil man auch mehr wieder in sich hinein kann spüren. Und ich glaube, das ist eben das Essentielle. Sich wieder mehr spüren, mehr bei sich sein. Weil die Antworten und die Lösungen sind immer bei uns selber drin. Und klar, wir sind froh, haben wir Unterstützung von außen. Wir brauchen Impulse und Inputs von außen. Und Inspirationen und neue Wege, neue Möglichkeiten, damit wir überhaupt vielleicht dann auf eine Lösung kommen. Und genau. Und von der Betrachtungsweise schauen wir auch, wir haben so die verschiedenen Schienformen. Das heisst, wir schauen den ganzen Ausdruck an vom Mensch. Was strahlt er aus? Wie ist vielleicht auch die Haut, oder? Hat jemand unreine Haut, hat er eine klare Haut, eine strahlende Haut oder sehr eine blasse Haut, oder? Dann tut man die da auch so ein bisschen mit diesen fünf Elementen, die man ja schafft, die Meridian drin hineingehören, tut man das so ein bisschen anschauen, in welchem Element ist man eher ein bisschen verankert oder ist so mehr der Typ, wo man ist. Und der Ausdruck auch, wie tut sich jemand artikulieren, Tonlage, vielleicht auch der Geruch. Also wir wollen alles miteinander verbinden. Es ist jetzt nicht nur, ich tue im Körper abtasten oder im Bauchraum, wo das Zentrum ist von diesen Meridianen, weil alle Meridianen durch den Bauchraum gehen. Wir tun dort eine Befunderhebung machen mit den Händen, Fingern, tue ich leicht abtasten, wo jetzt ein bisschen viel Energie und wo vielleicht weniger Energie ist. Das allein sagt noch nicht viel aus. Ich möchte immer noch alles andere auch noch integrieren, was im Vorfeld, beim ersten Kontakt, beim ersten Gesehen schon passiert. Und das ist sehr spannend. Also, genau. Und jeder Mensch ist anders. Wir sind so verschieden. Und das heisst nicht, wenn heute jemand kommt zu mir und mir so behandelt und jetzt den und den Meridian behandelt hat, dass das dann immer so ist. Das nächste Mal ist es anders. Und eben, es ist, der Körper weiss, was er braucht und ich darf dabei unterstützen. Ich bin weder Heilerin noch irgendwie eine Hexe oder irgendwas. Es ist auch kein Voodoo oder so, wo ich irgendwie komme mit Puppen. Oder, sondern es ist wirklich der Körper, der eigene Körper sagt schon vieles und wir sind in Kontakt. Ich mit den Klienten und Klienten mit mir und so sind wir im Prozess und unterstützen
Genau. So spannend. Ja. Und wenn du jemand zu laufen kommt, gehst du wie so, weißt du es gerade alles oder hast du noch eine Checkliste? Check. Nein, ich möchte eigentlich nicht. Ich bin nicht jemand, der jetzt durch die Straße läuft und ich beobachte gerne die Leute. Also klar, ich beobachte sehr gerne die Menschen. Also ich finde es sowieso spannend, jeder Mensch an seine Geschichten, die er zu erzählen hat. Ich bin sehr ein neugieriger Mensch. Ich höre sehr gerne zu, was jemand zu erzählen hat. Das inspiriert mich und bringt mich vielleicht auch selber auf neue Ideen oder neue Möglichkeiten, die ich ausprobieren könnte. Darum ist es mir wichtig, dass ich im Austausch bin, auch mit anderen Menschen. Aber ich tue nicht jede Person oder jeden Menschen, den ich kennenlerne, analysieren und sage, okay, check, so und so und so. Klar, unbewusst über das Gespräch gibt es sicher gewisse Sachen, die ich dann so sehe oder auch vielleicht Ähnlichkeit. Ah, so lustig, die Person denkt jetzt so ein bisschen ähnlich oder ist vielleicht, oder oh ja, das habe ich schon alles hinter mir, das habe ich auch schon durchgemacht, dann ist es vielleicht dort, wo ich auch mal dort zu dem Zeitpunkt war, so. Und ja, aber ich tue jetzt da nicht jemanden so durchanalysieren oder scannen, dass ich jetzt das Gegenüber irgendwie vielleicht Angst bekomme und denke, oh, ich muss mich verstecken oder so. Aber die Apps, die da Gedanken lesen kann, die ich jetzt nicht mehr denken darf, was ich sonst denke, gell? Genau, nein, also ich möchte, eben, ich, wenn, dann soll das alles aus meinem Tief, also aus meinem Inneren kommen und nicht aus dem Bewussten. Ah ja, weißt du, so das Rationale, so wie so in der Psychologie, also was ja auch alles seine Berechtigung hat, aber weißt du, das ist der Typ reagiert so und wenn du ihm das sagst, dann macht er so und er so. Ich möchte keine Klassifikationen machen über so und so und so, sondern wir sind alles und wir verändern uns ständig. Und das ist ein Prozess und das ist das Spannende. Darum ist eine Momentaufnahme, was wir jetzt sind. Genau, und es gibt doch das Lied, wo ich das so gerne von Baden doch so, bin schon morgen nicht mehr gleich wie heute. Ja? Hab's gut, ich habe, was ich will. Mache, was ich will. Und bleib so, wie du bist, ich bin schon morgen nicht mehr gleich wie heute. Wenn jemand das schreibt bei einem Kärtchen, weißt, bleib so, wie du bist, weiss ich, dass es als herzliches Kompliment gemeint ist. Aber ich finde nämlich, nein, morgen bin ich schon anders. Ja, gell, eben, es kommt immer darauf an, muss ja nicht gerade am nächsten Tag komplett anders sein. Aber ja, du, wir sind alle, wir wachsen ja alle ständig, täglich und darum dürfen sich Sachen verändern. Ich finde, das ist wichtig für uns. Ja. Wie holst du die Freude in deinen Alltag hin? Oder allgemein, was macht dir Freude? Jetzt haben wir mega über die Arbeit geschwätzt. Und das ist ja wirklich der riesige Trick, wenn man etwas schafft, was man gerne macht, weil das einfach so viele Stunden am Tag sind, was ich persönlich finde, alle haben es verdient, den Job zu haben, den sie gerne machen. Und da kann man grosse philosophische Diskussionen darüber führen, ob das möglich ist. Aber ich finde, moll! Und eben, deinen Job hast du dir kreiert und ausgewählt und gestaltet und sicher auch durchgebissen und Gas gegeben, dass es jetzt so ist für dich, dass du so kannst arbeiten. Und, ja. Und was macht dir sonst alles Freude? Und eben, wie holst du die Freude in deinen Alltag rein? Und alle müssen Nora auf Instagram folgen, dann weiss man dann eigentlich schon ganz viel, was dir Freude macht, gell? Ja, definitiv. Also, mir macht eigentlich extrem viel Freude. Also nur schon, dass ich, wenn ich Zeit habe, also sagen wir, wenn ich jetzt nicht am Arbeiten bin, oder in der Behandlung bin, wobei ja selbst dann, kann ich mir ja Zeit einteilen. Und das ist für mich so ein Privileg, dass ich viel Zeit habe, auch für mich. Und wenn ich Zeit habe, dann kann ich das so einteilen, wie ich will. Und Zeit ist für mich Freude. Also Zeit haben ist so für mich wichtig. Ich brauche am Morgen immer irgendwie sicher 1,5 Stunden, bis ich einfach parat bin. Also, und das heisst wirklich in meinem Tempo. Ich brauche Zeit, weil ich möchte mir einen feinen Saft machen, ich möchte mir einen feinen Zmorgen machen oder einen Smoothie. Das sind so Sachen, wo ich Freude habe. Also Zeit ist für mich Freude. Zeit haben. Mega schön. Ja.
Und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Also weißt du, das, was wir auch genau. Zeit verschenken, wenn du Zeit mit jemandem verbringst, das ist das wertvollste Geschenk, das du jemandem machen kannst, dass du Zeit miteinander verbringst. Und Zeit mit dir verbringen ist eben das Geschenk an dich. Das sage ich auch immer in der Joy Academy. Ja. Das ist das Umgehechten, Umgespringen, das zehrt dann eben sehr. Ja. Nein, also das habe ich wirklich gelernt, muss ich sagen. Das ist nicht immer so gewesen. Natürlich ist klar, man lernt ja auch zum Glück aus gewissen Sachen, die einem nicht so gut da haben. Und das ist etwas, wo mir ganz wichtig ist, dass ich viel Zeit für mich habe. Und wenn ich viel Zeit für mich habe, dann kann ich so richtig Energie tanken, wo ich ja dann nachher wieder in meine Arbeit kann auch reingehen und für andere da sein. Weil auch mit der Shiatsu Arbeit, das ist ja energetisch, ja schon nochmal eine andere Arbeit, als wenn man den ganzen Tag mit dem Kopf eher da ist, oder? Das ist schon so. Und sonst Freude, also ich habe natürlich Freude, ich bin ein richtiger Foodie. Also ich liebe Essen, ich liebe vor allem die pflanzliche Nahrungsweise und Zubereitung von Mahlzeiten. Für mich Essen soll Freude verbreiten. Also für mich und auch dürfen für andere. Ich habe immer Freude, wenn ich mir einen Salat mache. Der Salat soll nicht einfach ein Salat sein, wo ich Zeugs reinschnibble und dann mache ich alles durcheinander, was ja auch gut ist. Ich meine, es ist am Ende kommt es aufs Gleiche drauf an. Es kommt alles im Magen. Aber ich finde einfach, das Auge ist wirklich mit. Und das ist schon. Das ist so auch, hat mit dem Bewusstsein zu tun. Für mich ist es wichtig, dass ich mir etwas Gutes tue und dass ich Freude habe an dem, was ich esse und dass das auch schön präsentiert ist. Und wenn ich einmal gesehen, was andere eben ja auch auf diesen Social Media Kanälen posten, da Mahlzeit und wie sie das dekorieren und einfach wie das präsentiert wird, dann gehe ich runter. Ich finde das so schön. Und das ist so etwas, was ich. Und ich gerne mache. Ich tue gerne mein Essen fütteln. Aber weil ich auch lässig bin. Und wenn du es nicht kannst verstehen, dann mach das gar nicht. Aber ich mache das gerne. ja, das ist das. Also Essen, geniessen und ja, so ein Genussmensch sein, das macht mir Freude. Das eben alles, was mit Essen zu tun hat. Oder Lebensmittel. Oder allgemein die Ernährungsweise. Also ich bin total ein Experimentierfreudige. Was ich schon alles gemacht habe in dem Bereich mit der Ernährung. Ich habe auch eine Ausbildung einmal gemacht im Ernährungsbereich. Also ich bin nicht Ernährungsberaterin, aber ich habe in einer Ausbildung, die ich auch gemacht habe, im Bewegungsbereich, ist auch Entspannung und Ernährung noch dabei gewesen. Also ich habe schon eine gewisse Ahnung über Ernährung, so ist es nicht. Und darum weiss ich auch, was ich mir auch gut will tun. Also ich würde sagen, ich bin so alles, was mit so Gesundheit, Hacks und so, das finde ich mega spannend. Also wenn wieder, also ich bin nicht, also nicht, es hat nichts mit Diät zu tun oder so, wirklich gar nichts. Ich bin gar kein Diät-Fan oder mit so schnell Sachen, wo man 10 Kilo abnimmt oder weiss ich was für Wunder sollte erleben, da bin ich gar kein Fan. Habe ich natürlich auch schon mal ausprobiert vor x Jahren, wo ich noch nicht so weit war wie jetzt. Aber jetzt geht es mehr um Gesundheit. Mir ist meine Gesundheit, wir haben nur eine Gesundheit. Und wenn wir sehen, wie viele Krankheiten oder wie viele Menschen an Krankheiten leiden und sterben, täglich. Natürlich auch an Hunger, das ist nochmal etwas anderes, aber Essen und was wir essen, ist so entscheidend, wie wir uns fühlen, wie wir auch uns vielleicht auch zu aussehen oder wie wir wirken oder die Ausstrahlung natürlich auch im Zusammenhang, denke ich jetzt. Und vor allem, wie wir uns fühlen. Also ich finde, Gesundheit, es gibt nichts Wichtiges als unsere Gesundheit, also auf allen Ebenen. Und das Essen ist wichtig, weil es liefert uns Energie primär, Vitalstoff, Mineralstoff und ja, wir sind aus der Natur und wir brauchen die Natur. Darum macht mir das eigentlich, das ist so meine grösste Freude.
alles, was so mit Essen, Kochen, Zubereitung, Lebensmittel zu tun hat, ist so meins. Du bist auch im Lebensmittel, bist gell, im Bereich? Doch, ja, ich habe Lebensmittel-Ingenieurin studiert. Eben, gell, ja. Vielleicht die Sendung mit der Maus, weißt du, so, wo man sieht, wie es hergestellt wird, das finde ich das Größte. Das kann ich auch jetzt noch schauen. How is it made? Auf Englisch fast jedes Produkt. Wir kennen die letzte Frage, weißt du, wir werden Pringles gemacht, die grusigen Chips, die ich nicht kann verstehen, dass man die gerne hat. Entschuldigung, wenn ich jetzt grusig gesagt habe und du gerne Pringles hast, du verstehst nicht mehr. Weil ich finde Pommeschips etwas mega Feines. Ja. Zwiebeln, die Herdöpfel frittieren, herrlich. Aber Pringles sind ja so ein Brei und dass die dann so schön aussehen, dann habe ich eben das Video dann gezückt, weil ich das auch in der Berufsschule unterrichtet habe, wie die hergestellt werden. Genau. Okay. Ja, die Lebensmittelindustrie ist natürlich, also ich habe eigentlich das studiert, was ich jetzt überhaupt nicht mehr selber unterstütze. Also unterstütze, einfach weil ich selber koche. Kochen können, ja. Sagen wir auch uns daheim. Das ist fein, es ist fein, wenn wir kochen. Es sieht immer fein aus, also ich folge dir auch und du postest auch immer so feine Sachen. Also ich lasse mich immer von anderen, ich lasse mich immer inspirieren, ich finde es ganz toll. Zum Glück. Ja, ich finde halt, wenn man, und, aber das hat damit zu tun, gell, wenn du in eine Küche reingelassen wirst. Ich habe mit Mika, ich bin keine gute Mama mit Spielen oder irgendwie Theaterrollenspiele, da kannst du mich jagen damit. Aber sie hat schon früh ein Rüebli schneiden und ich habe mega viel Geduld beim Kochen gehabt. Also weißt du, es ist einfach der Bereich, der dir wichtig ist und der dir am Herzen liegt, dass sie kann selber ihre Sachen machen und auch mit dem scharfen Messer. Das ist, aber ich hatte Schüler, die gesagt haben, ich darf nicht in die Küche. Meine Mutter sagt, das ist mein Bereich, abfahren, alle raus. Der hat noch nie gekocht. Wie willst du dann nachher irgendwie Selbstbewusstsein haben beim Kochen? Ich finde Kochen so einfach. Und der Ken ist der Geist, er macht damals den Herd an, weißt du? Die Abfahne drauf, den Herd an. Was kochst du? Weiss noch nicht. Und nachher geht er an Dings. Wirklich, während die Pfanne heiß wird, und er entscheidet, was es jetzt gibt. Und ja, wir sind immer so unterwegs. Ich habe auch viele Kochbücher und ich brauche sie nie. Vielleicht mal schnell für eben Inspiration. Ja. Aber ich finde, Kochen lernen ist etwas so Schönes, was man seinen Kindern weitergeben kann. Oder einfach, wenn man kleine Leute um sich herum hat, ihnen zuzutrauen, mitzumachen. Auch wenn es heiß ist und so, das hat mich nie gefühlt. Dann brennst du dich halt mal. Nicht, natürlich, weißt du, ich habe einen kleinen Bub gehütet, bevor ich auf Japan bin und zum Glück nicht, wo ich bin. Wo ich verantwortlich war, aber der hat den Backofen offen und der ist dann so drauf geschnackt und mit den paaren Händen auf die Innenfläche. Das ist brutal. Das meine ich nicht. Aber irgendwie ja. Reines Kochwasser, was, ja. Ja. Also, ich so gut. Kochen lernen und so im Schwung sein und einfach kreativ. Und auch manchmal ist es nicht fein, weißt du, so die Kombination. Ja, aber das finde ich belässig. Das finde ich belässig, weißt du, dass. Wie du auch gesagt hast, ich bin im Fall auch nicht die, wo ich habe auch ein paar Kochbücher, nicht viele, ich habe ein paar, aber ich koche im Fall nie. Ich habe mal angefangen zu sagen, komm, jetzt mache ich mal nach dem Rezept. Hey, aber es hat immer etwas gegeben, das ich geändert habe, wo etwas anderes, wo reingekommen ist. Und so bin ich auch gekocht. Vielleicht spüre ich einen Schritt zurück vom Kim vielleicht, also noch nicht gerade, dass ich vorne hin tue, aber wirklich, bei mir ist auch so, ich mache auf, was habe ich noch? Und mir ist wichtig, dass ich zuerst mal alles brauche, was ich kann und nicht irgendwie 100'000 Sachen einkaufen und am Schluss verfaulen, sondern weil ich will das aufbrauchen. Dann schaue ich und dann mache ich Freestyle. Und das Freestyle ist das Beste und klar, wenn man ein bisschen ein Repertoire hat an Sachen, wie man ja sowieso gerne kochen und ein bisschen weiss, dort könnte man vielleicht noch ein bisschen Mantelmus, da könnte man noch ein bisschen so etwas rein tun, dann ist das sicher nice to know. Aber ich glaube auch, durchs Experimentieren lernt man ja das Kochen dann noch besser kennen. Und Geschmäcker sowieso noch ein bisschen mehr ja, das Verfeinern. Lässig. Ja, und das, was wir auch gerne machen, ist immer eigentlich zu viel kochen, weil wir essen sowieso ganz gerne ganz viel. Also unsere Portionen schocken immer alle anderen. Oder wenn wir kommen, heisst es auch Familie Fressack kommt, wir müssen ihnen dreimal so viel kochen, ohne Witz, wenn es Lasagne gibt, nehmen oder irgendwie einfach. Ich finde jetzt so mit vegan und noch glutenfrei, jetzt bin ich so maximal sozial unkompatibel, gell, das ist ein bisschen anstrengend. Aber
wir kochen viel. Und nachher Reste haben und dann aus den Resten wieder etwas zusammen kombinieren. Irgendwie das Sösele dann noch auf ein Brot und dann in den Ofen. Und, aha, so fein! So fein! Ey. Also ich glaube, wir würden in der Küche auch eine riesen Orgie feiern. Du sagst dir. Ich glaube, das könnten wir mal machen. Nore und Ronja kochen zusammen. Das wäre eine lustige YouTube-Serie. Komm, das machen wir! Ja, also ich bin voll dabei. Ich finde so Sachen total lässig. Eben, Experimentierfreude. Mich kannst du haben für neue Sachen. Ich möchte es ausprobieren. Wenn ich am Ende merke, es ist nichts für mich, dann ist es okay. Aber zumindest habe ich es ausprobiert. Ja, und vor allem, wenn die Zutaten irgendwie schon fein sind, eben, dann musst du wirklich... Willst du ja das Essen anbrennen lassen? Das ist so wirklich so, nein, also das, nein, also das wissen wir doch jetzt, dass das wirklich nicht, weißt du, so dumm. Und das ist dann auch schade, finde ich. Das ist schade fürs Essen, ja. Genau, aber sonst kann einem fast nichts mehr passieren, außer eben in ein Gewürz, das du gekauft hast und nachher tust du das viel rein und dann findest du einfach, oh nein, nein. Ja. Ja, genau, so gut. Und das machen wir. Das ist jetzt ja. Das ist gerade, weißt du, so eine dreiteilige oder fünfteilige Serie, die wir irgendwie. Oh, das ist lässig. Ich glaube, das ist eine coole Muslima, ich weiß nicht, wie sie heisst, auf Netflix, wo ich glaube, eine Engländerin, wo so du kochen, so, und es ist so eben nicht vegan halt. Und darum. Ja. Ja, sorry, deine Rezepte sind nice, aber ich kann lieber, wenn dann jemand das kocht, wo ich eben kein Fleisch drin habe. Ja. Aber es ist so cool, weißt du, so das Nonchalante drin. Nicht so, ja, ja. 1, 2, 3 und jetzt tun wir, es ist ja eh schon vorbei mit den Kochsendungen, wo so alles mise en place langweilig parat haben. Auch komm, das machen wir. Also, beschlossene ja, Sache. Cool. Das ist cool, lässig. Stay gute tuned. Idee. Stay tuned. Ja. Ja. Und du hast Freude. Genau. Ja. Weißt du, die kleinen Sachen. Ich meine, kochen, obwohl ich finde, mein Kochen dauert bei mir im Fall maximal 10 Minuten. Und nachher habe ich noch vielleicht den Reiskocher, ist voller Reis, das ist natürlich ein Luxus. Aber Reisnudeln gehen im Fall 2 Minuten. Die können währenddem ich das andere machen. Und so. Aber die noch kleineren Sachen, die 30 Sekunden brauchen oder 2 Minuten, das sind die, die ich so cool finde, weil man kann dann den Leuten ausreden, dass es schwierig ist oder viel Zeit braucht, sich selber gut zu schauen, sondern man kann in den kleinsten Moment immer wieder ein Schüpfchen geben, dass man Freude hat. Was sind da deine Tricklis? Meine Tricklis? Also eigentlich fängt es schon an, wenn ich aufstehe. Also, weißt du, ich meine, der Wecker läutet, oder? Also ich, am liebsten stehe ich ohne Wecker auf. Das ist natürlich schon mal das eine. Das ist, aber das ist einfach nicht jeden Tag möglich. Und wenn der Wecker läutet, dann bin ich nicht die, die oh, jetzt muss ich aus dem Bett kumpeln und schnell zack machen und einfach weißt, funktionieren und machen. Sondern dann ist der Wecker, dann okay. Und dann nehme ich mir aber auch nochmal bewusst einfach nochmal ein paar Minuten. Und ich einfach liegen bleibe. Und dann so mir den Tag, den ich vor mir habe, wenn ich etwas geplant habe oder arbeitstechnisch, dass ich wie jetzt nochmal mich darunter hineingehe, ah, was ist heute alles los? Was mache ich heute eigentlich alles? Und hole mir die Freude auf in den Gedanken schon, vom Tag, wo ich noch wird erleben. Und wenn ich mir die Freude schon vorher ins Bewusstsein hole, dann kann es ja nur ein freudiger Tag sein. Oder, also dann ist er ja bestimmt zum gut werden. Grundsätzlich, klar, ich kann mich noch anschlagen irgendwo mit dem Zechen irgendwo und das nervt mich gerade. Aber grundsätzlich ist es ja schon die Intention, die da drin ist, dass du heute auch das erleben darfst. Oder, ah, cool. Wie heute zum Beispiel. Ich habe gewusst, also gestern schon, ah ja, morgen, mit der Ronja lässig, das Gespräch. Am Morgen, und jetzt heute Morgen bin ich aufgestanden und dachte, okay, was mache ich heute? Ah, oh, wow, lässig, morgen bin ich mit dir reden, cool. Und dann oh, mache ich mir eh noch mein feines Säftchen. Also alles so Sachen schon in meinem Bewusstsein vorgeholt, wo ich dann nachher in Taten umsetze. Genau, das, ich würde sagen, das sind so, ohne dass man etwas machen muss, sondern einfach nur, also sicher muss man es machen, ins Bewusstsein holen und das
ja, und das einfach schon mal schön und gut denken und freudig denken. So. Ja, also das ist für mich auch ein riesen Trick. Die Absichten, die sind so, bevor du in ein Meeting hineinlaufst, bevor du heimkommst, bevor du Türen aufmachst im Kinderzimmer, bevor du Türen aufmachst im Büro, alles. Du kannst sagen, jetzt läuft da rein und das ist alles super. Und wenn es nicht super ist, dann reagierst du dann wieder drauf. Aber die Absicht ist positiv. Das macht einen riesigen Unterschied aus. Ja, sehr, sehr. Ja, und so. Und eben, wie du auch sagst, es ist wirklich so, jede Handlung versuchen, ich gehe jetzt in das Meeting oder ich treffe mich jetzt mit dem nächsten Klienten oder ich gehe jetzt in die Behandlung und dann eben mit der Intention, oder ich bin jetzt da, ich bin jetzt präsent, ich will es hier und jetzt. Das ist klar, weißt, es wird dann langsam, ich meine, vielleicht nerven sich die Leute damals mit, ja, hier und jetzt, da, das ist immer das Gleiche, all die Weisheiten. Ja, aber es ist halt eben schon wahr. Ich meine, das Hier und Jetzt. Ja, wie viel Mal sind wir wirklich bewusst im Hier und Jetzt? Machen bewusst etwas. Wir versuchen ja immer viel Multitasking zu machen. Ich ja auch. Ich versuche effizient zu sein, indem ich das Gefühl habe, mit Multitasking bin ich noch effizienter. Ja, ich kann mich auch mal selber belügen. Weißt du? Aber das sind alles Erfahrungen. Wir müssen die Erfahrungen machen. Jeder für sich. Ja, ist alles gut. Beim Hier und Jetzt finde ich halt schon krass, wenn du jetzt anfängst, irgendwie an etwas Trauriges zu denken, was war. Ich meine, du kannst, wenn du die Augen zumachst und du tauchst richtig ein, dann kommen dir Tränen. Also ich sowieso, ich brülle wegen allem. Aber du kannst dich so richtig, oder kannst dich verrückt, kannst an Ärger oder an einen Streit und du merkst, wie der Puls aufgeht und du bist eigentlich da und der Streit ist lang vergeben, vielleicht sogar schon 10 Jahre alt und du kannst dich voll in die Wut hineinsteigern und dann finde ich, ist es doch wahnsinnig viel lässiger, wenn du eben die Vorfreude zu dir holst und findest, hey, heute wird es so gut und nächste Woche wird es so gut und jetzt da bin ich mega präsent mit dir. Aber es ist eine bewusste Entscheidung und auch eine Trainingssache. Ich meine, wenn du dich gewöhnt bist, dich immer über alles zu ärgern, dann musst du das, nein, du musst eben nicht, aber du kannst dir das abgewöhnen, aber es ist ein bisschen streng. Oder immer rummotzen oder immer rumjammern, das kann man machen. Das ist einfach mega anstrengend. Und immer nur das Schöne sehen, ich meine, manchmal finde ich auch die Lage, mir bist du anstrengend, immer schön. Finde ich, mir geht es einfach besser so. Und kann machen, was ich will. Also ja, und dann finde ich halt, mit wem ist es lässig zusammen zu arbeiten? Mit der, die gut drauf ist oder mit der, die immer ein Stein ist und alles scheiße findet und das geht eh nicht und das kannst du vergessen. Ja, weisst es ja selber, mit wem es lässiger ist. Und sich selber dann, ich finde nicht, man muss irgendwie mega laut und lustig werden, wenn man es einfach nicht ist, sondern sich selber befinden und finden, hey, so ist Stimmung für mich. Das sage ich eigentlich ein bisschen weniger, als sonst die Leute gewöhnt sind, aber eigentlich bin ich so und ich will gar nicht so viel sagen. Oder wie auch immer du dann für dich entscheidest. Ja, das ist schön. Also ich sehe das auch so. Es ist, man macht ja seine Erfahrung im Leben und man macht auch traurige und schmerzhafte Erfahrungen im Leben. Und vielleicht hat es Phasen gegeben, wo man eben vielleicht eher pessimistisch war oder einfach das Leben vielleicht auch nicht so wertgeschätzt hat. Also ich kenne das alles auch. Und ich glaube, durch diese Erfahrung, ich glaube, gerade das habe ich, oder das habe ich jetzt persönlich machen, durch diese Erfahrung weiss ich, dass ich das nicht mehr will und dass ich mich will aufs Positive konzentrieren. Und es gibt Momente, da geht es nicht immer. Also, es ist einfach so. Aber das Leben ist wellenförmig. Also, der Puls schlägt mal höher, mal ist tief. Also, das Herz schlägt auch nicht immer gleich eben schnell. Darum, wir brauchen die Erfahrung dazu, um zu wissen, wie gut das so geht. Also, wir brauchen die schlechte Erfahrung oder das nicht so lässige, damit wir ja die schöne Erfahrung könnt dann wertschätzen. Und ich glaube, und wenn man das weiß, und das ist halt einfach, ja,
das kommt auch mit der Zeit oder mit den Jahren. Das hat man vielleicht mit 20 noch nicht. Man ist da an einem anderen Punkt, oder? Und irgendwann, ja, und das sind die Sachen, die ich auch eben so sehe. Ich möchte mein Leben freudig gestalten, schön gestalten, weil das Leben auf der Erde, wo wir da leben, ist ziemlich kurz. Und wenn ich sage mir immer, also ich würde also schon Hunderte werden. Und das aber dann, ich auch. Weißt, also wirklich, das ist voll so mies. Ich habe immer gefunden, man wollte so gerne ja, da sein. Ja. Und dann hat einer zu Amerika gesagt, are you crazy? Mit 80 sei sie out. Und ich fand, okay, spannend. Ich habe das nicht angenommen, dass du irgendwie findest, ja, also nein, das langt dann, das langt. Mein Papa ist 81, ich hoffe, er wird ganz fest, noch ganz viele Jahre, also weißt du. Und in unserer Familie ist 90 oder 96 nicht irgendwie eine Seltenheit, darum hoffe ich auf das ganz fest, weil es so lässig ist, zusammen Zeit zu verbringen. Aber ich selber will auch wirklich so lange wie nur möglich. Und dann kommt es halt darauf an, was dein Lebensbild ist, gell? Ob frühere Leben, weitere Leben, ob das in dein Weltbild reinpasst. Aber ich finde es immer, ich glaube total an das, dass wir da immer wieder kommen. Und darum finde ich es auch so lustig, wenn die einen sagen, ja, weißt du, ist ja dann nicht mehr unser Problem, da müssen halt dann die weiteren Generationen schauen. Finde ich auch wer weiß, gell? Wer weiß, genau. Also, nein, ich unbedingt. Dass wir da Verantwortung weiterhin tragen für unseren Planeten. Und wenn wir es vermasseln, dann müssen wir auch dann schauen, wie es dann weitergeht. Und trotzdem, da bin ich halt schon sehr, sehr kitschig, positiv. Finde ich, nein, wir schaffen das. Eben, komm, hör auf, so viel Fleisch essen. Aber wir haben gesagt im Vorgespräch, wir dürfen nicht missionieren und das finde ich eben so angenehm, dass du das nicht machst. Und ich hoffe ganz fest, dass ich auch nicht so rüberkomme. Mit dem Zeigefinger hat sich noch niemand geändert. Also das ist einfach definitiv. Ich selber auch nicht. Ich habe mir gefunden, in dem Leben schaffe ich es nicht, zum Fegi zu werden. Ich habe gerade heute, kennst du die Nina Puppikofer? Die ist auch so eine Zürich. Nein. Eine Zürich-Gangsterin. Ich muss gerade Nina. Okay, nein. Sie hat mir vor Jahren, das ist jetzt heute in der Facebook-Erinnerung aufgekommen, hat sie geschrieben, du, wenn wir den Club der vernünftigen Vegetarierinnen gründen. Und ich habe gefunden, okay, also in meiner Gefrühe hat es immerhin Fleisch vom Bauernhof. Aber es war lustig, gerade heute, dass ich das so gesehen habe. Vor 7 Jahren habe ich also noch sehr viel Fleisch gegessen. Und denke, das schaffe ich. Eben, und wie du sagst, das Missionieren. Ich meine, wir haben kein Recht, zum anderen zu sagen, was sie machen müssen. Jeder muss selber frei entscheiden. Also es geht um Selbstbestimmung. Und das ist ganz wichtig. Ich habe das auch für mich selber entschieden. Mir hat niemand gesagt, vor 10 Jahren war das, als ich angefangen habe, mit kurzer Zeit von Omnivore, Fleisch, Fisch zu vegetarisch. Das war eine kurze Zeit, vegetarisch. Und dann habe ich ganz viel gelesen, halt noch mehr über die vegane Ernährung oder die vorwiegend eben pflanzliche Ernährung und habe dann selber umgestellt. Aber ich habe einen Grund gehabt. Ich habe eine Schmerzgrenze gehabt. Oder ich habe eine Schmerzgrenze erlebt, wo mir das Bewusstsein gegeben hat, um diese Veränderung zu machen. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht, hätte ich nicht gesundheitlich Probleme gehabt, die wirklich einschneidend waren in meinem Leben, also wo mein ganzer Körper durcheinander war. Also geistig, körperlich bin ich wirklich gar nicht gut weg. Und aus dem heraus habe ich Kraft gefunden, aber frage mich nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, auf vegetarisch oder vegan zu kommen. Ich habe mich schon immer für Ernährung interessiert, auch im Fitnessbereich. Dann war es halt eine andere Ernährungsform, aber ich habe immer so ein bisschen geschaut, was könnte jetzt noch gut sein und so. Und so war der Weg. Es ist nicht darum gegangen, ich mag Tierli, ich will kein Tierli töten und wegen dem. Mein Gedanke, der erste war, Gesundheit, meine eigene Gesundheit. Und dann nachher natürlich, wenn du dich mit dem auseinandersetzt, kommt dann der ethische Bereich dazu, der umwelttechnische Bereich dazu, alles kommt dann dazu. Also man tut sein Bewusstsein einfach nochmal auf ein weiteres Level bringen.
in dem Bereich. Und also, wie du und ich jetzt zu dem gekommen sind und jetzt das auch leben, haben auch wir unseren Weg gemacht. Darum, eben, wenn jemand mir gesagt hat, ich muss jetzt das aufhören oder ich sollte jetzt das und das nicht, weil es wegen dem und dem, also du kannst nicht gewisse Muster und Freude, die du an Sachen hast, an Lebensmittel, die dich an etwas erinnern, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Milch. Du kannst dir nicht vorstellen, keine Milch mehr trinken. Das ist eine Kindheitserinnerung vielleicht. Du verbindest Erinnerungen mit dem, Emotionen mit dem. Und darum braucht es eine gewisse Zeit und es ist ein Prozess, um sich auch zu lösen. Das ist ja mit allen Problemen oder Themen, die man mit sich umträgt. So. Alles braucht seine Zeit. Genau, missionieren. In jedem Bereich finde ich so oder so schrecklich, wenn man sagt, ja, eben. Und wenn man etwas mir aufdrucken will, dann werde ich ganz trotzig und mühsam. Ja, es kommt darauf an, wie man es sagt oder weiss, wie man das vermitteln möchte. Oder, ja, ich glaube, es ist so viel. Eben selber entscheiden und dich inspirieren lassen von denen, die dich inspirieren. Und die, die dich nicht inspirieren, die klickst du wieder weg, unbedingt. Also, genau. Wenn es jetzt auf Social Media bezogen ist, man kann sich auch zum Glück auch noch von anderen Quellen inspirieren lassen. Ja, absolut. Aber das ist auch noch etwas Spannendes, das habe ich letztens gelesen. Wer hat jetzt das gesagt? Oh, ich weiss nicht mehr, wer all die gescheiten Sachen gesagt hat. Dass dein, Natalie, die war bei mir im Podcast, gewesen, dass dein Social Media Feed, alles, was du konsumierst, dass dir das auch soll, wenn dich nähren, weißt, dass dir das gut tut, dass die Leute oder auch ja, News allgemein, dass das Filter ist und findest, tut mir nicht gut, konsumiere ich einfach nicht mehr, weil das auch in deinen Körper reinkommt und deine Laune vor allem tut, beeinflussen. Da bin ich also auch... Ja, also das ist... Ja, also das ist auch etwas, was ich muss sagen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, aber also ich habe keinen Fernseher daheim. Und ich bin ein Fernsehkind gewesen. Also ich bin mit Fernsehen aufgewachsen. Ich habe alles gesehen, ja, eben, Sendung mit der Maus, Sesamstraße, Andantis, wie sie alle heissen. MTV Music, ich habe, glaube ich, Englisch auf MTV kennengelernt. Also früher hat es noch Musicbox geheissen, wo ich war. Und ja, also es ist... Ich will es auch gar nicht als negativ sehen. Ich habe ganz viel gelernt aus diesen Sendungen heraus, die ich vielleicht so nicht gelernt hätte, weil ja, meine Mami gar keine Zeit hatte, mir das alles vielleicht zu zeigen oder zu erklären. Also ist es eigentlich ein gutes Tool gewesen für mich, um etwas zu lernen. Und doch bin ich jetzt jemand, der kein Fernsehen mehr hat. Und ich schaue keine Nachrichten, ich lese keine Nachrichten. Und ich höre keine Nachrichten. Also der ganze Mainstream, wo da erzählt wird, höre ich nicht. Das heisst aber nicht, dass ich so und so mache, so die drei Affen, oder? Überhaupt nicht. Ich bin sehr bewusst präsent und ich bin da. Und ich rede mit Menschen und die Menschen reden mit mir und ich erfahre ganz viel von anderen Menschen. Und ich tue mich schon dort schlau machen, wo ich das Gefühl habe, dort muss ich jetzt etwas wissen. Oder dort ist es wichtig. Aber es gibt ganz viele Informationen, wenn das wie ein Mantra ist von diesen Nachrichten. Ich meine, ich kann mir immer wieder etwas einreden. Irgendwann glaube ich es und nehme es auf und tue es verleiden so mit meinem Ganzen. Und dann nehme ich eine Haltung, die vielleicht gar nicht eine ist, wo ich will leben oder wo ich will sein oder wo ich will glauben. Und darum halte ich mich total fern von dem, weil ich möchte mich eben mit den positiven Sachen verbinden. Weil das ist das, was mich nährt oder was uns alle nährt, auf allen Ebenen. Und schauen, wo können wir etwas ändern, wo wir eben die Probleme haben. Also in uns, in anderen, in der Umwelt, wo auch immer. Das ist so das, wo... Und mit dem geht es mir echt gut. Also wirklich, ja, das nicht müssen... Einfach eben nicht, mich nicht mit dem müssen beschäftigen. Jetzt. Ja, also es füttert dich ja einfach mit Negativität par excellence. Und vor allem 20 Minuten, ich weiss nicht, dort habe ich noch Schule gegeben und bin wirklich regelmässig auf Wädischwil gependelt. Und am HB mit den 20 Minuten im Tram hast du einfach schon die schlechte Laune installiert. Es ist einfach,
dort habe ich bewusst so richtig einen Entzug. Ich weiß nicht, ich bin auf die Box zugelaufen von nein, warte schon, das haben wir doch abgemacht. Wollen wir nicht mehr lesen, gell? Hey, nachher, ja, habe ich irgendwie ein Buch mitnehmen. Dort hat es, glaube Smartphones gar noch nicht gegeben. Und ich finde immer so lustig, wenn man jetzt Smartphones so anschaut, wie das Kästchen im Zug. Ja, früher hat man alle haben miteinander fröhlich geredet und riesige Konversationen gehabt. Nein, im Fall wirklich nicht. Dann haben einfach alle eine Zeitung vor dem Gesicht gehabt. Natürlich kann man jetzt das eben so böse schwätzen. Aber was du dann im Kästchen machst, vielleicht rettest du gerade die Welt oder irgendwie, ja. Ja. Du weißt es einfach nicht. Aber es sieht natürlich ein bisschen stumpfsinnig aus. Ich finde immer, ja, also ganz langsam. Eben mit dem Kästchen kann man viel machen, 20 Minuten, welche Katze gestorben ist. Nein, nicht die Katze gestorben, nicht, aber welche Katze von welchem Baum gerettet wurde oder ermordet. Und wer aus dem Fenster gefallen ist und wer noch. Also manchmal, das App habe ich natürlich dann eben auch gelöscht und so weiter. Und wenn du irgendwie drauf kommst, weil du etwas suchst und noch schnell durchscrollst, findest du, oh mein Gott. Es ist so krass. Es bringt mir nichts, die News. Also es bringt mich auch gar nicht. Auch welttechnisch oder alle Probleme, die wir haben. Die Flüchtlingskrise wird ja jetzt nicht mehr gebracht. Es ist jetzt nur noch Corona. Und ja, das ist Brainwashing, das ich nicht wollte haben. Genau. Also, es ist so wirklich eine Sucht, so dran zu bleiben in dieser Mühle innen und wenn du aussteigst, wird es ein bisschen trümmelig, weil du nicht gewöhnt bist und dann schaust du mal, was du besser tun. Ja. Ja, eben. Also auch das ist eine bewusste Entscheidung, die jeder für sich selber muss treffen. Wie mit, also es ist ja mit allem so, mit dem Konsum ja generell. Also, oder? Das, brauchen wir etwas? Was kann man mit dem anfangen? Gibt es uns etwas? Wenn nicht, dann vielleicht lieber nicht. Ja, so also als Abwägen. Es ist halt auch ein Abwägen. Konsumieren ist wichtig. Also wir brauchen das, um eben, vielleicht auch zum eine Freude haben für etwas oder anderen eine Freude zu machen. Alles halt bewusst. Das ist so das, was ich halt einfach finde. Das ist einfach so wichtig. Bewusstsein. Ja, und bewusst entscheiden. Es klingt auch so salbungsvoll und so ein bisschen hier und jetzt und bewusst entscheiden. Aber ja, so schwierig ist es im Fall nicht. Dass einfach das, was du jetzt findest, das mache ich jetzt. Was findest du, ja, das mache ich jetzt, wirklich. Und nicht wow. Auch Ja sagen und Nein sagen. Bewusst das schnell checken, wollte ich jetzt das und dann wirklich Ja sagen oder einfach wirklich Nein sagen, das ist so cool, wenn du das dir antrainierst. Das ist auch etwas, was wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen verlernt haben. Weil es so, und dann ist alles, nicht alles, Entschuldigung, aber vieles ist dann so halbpatzig. Eigentlich wollte ich gar nicht da sein mit dir, aber ich habe halt Ja gesagt und dann wird es so ein bisschen Kaugummi, zäh und macht eben keine Freude und das Fake. Die Fake-Gefühle oder die Fake-Dates und die Fake-Fake ist alles nicht, wenn du bewusst Ja sagst oder bewusst Nein sagst und wählst, was, wie du deine Zeit siehst, dein Geschenk und die wertvolle Zeit verbringen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Eben, und weißt du, es ist auch nicht so, dass man jeden Tag immer alles kann bewusst entscheiden kann. Manchmal sind sie auch, es ist ja ein Prozess. Ich meine, wir haben alle noch gewisse Sachen, die wir möchten erreichen möchten. Hoffentlich auch, dass wir noch gewisse Ziele haben. Und Hunderte werden, können wir noch so viel machen. Ja, eben. Und das dann auch, wenn man jetzt etwas, also, ja, weiss nicht, ob es noch verändern im Leben. Also bei mir gibt es ja noch ein paar Sachen, die ich möchte noch ändern. Auch jetzt gerade in Bezug auf meine Shiatsu-Praxis, also im kaufmännischen Bereich, wo ich noch vergessen habe zu sagen, ich bin schon noch Teilzeit im kaufmännischen Bereich tätig. Und das ist mein nächstes Ziel, dass ich weniger dort oder das kann ganz aufgeben. Aber für das brauche ich einfach eine gewisse Zeit. Also ich kann, klar könnte ich von heute auf morgen sagen, okay, gut, ich kündige und schaue mal, ist möglich? Dann tue ich mir überlegen, okay, hätte ich jetzt noch etwas auf der Seite, wo ich kann sagen, hey, ich kann das wirklich ganz locker machen, ich mache das so und so. Will ich das? Oder nein, vielleicht brauche ich jetzt den Sicherheitsgedanken noch und
ich mache das langsam, Schritt für Schritt. Also das Tempo, niemand gibt einem vor, was man jetzt bewusst muss entscheiden, ob es jetzt heute oder morgen ist. Darum, man hat jeden Tag die Möglichkeit, um sich bewusst Gedanken machen zu können, ob man bewusst den Weg will gehen oder eben nicht. Und Zeit kann man sich auch selber einteilen. Darum eben tönt es nicht so schwierig. Es ist schon einfach. Aber man muss mal einen Schritt machen, natürlich. Ja, und die Frage, die absolut sensationell simple Frage, was will ich eigentlich? Sich da mal ein bisschen Zeit nehmen und mal ein bisschen aufschreiben oder zeichnen oder Bildchen raussuchen und ein Vision Board machen. Ja, es braucht aber Zeit. Und ich habe auch Jahre in meinem Leben, wo ich gewusst habe, jetzt bin ich einfach so ein bisschen, bin jetzt auch ein bisschen am Machen. Und nicht so bewusst. Und es ist noch lässig. Also, das darf es auch mal geben. Ist kein Problem. Ja, sicher. Wenn aber dann, ich finde halt einfach, es braucht keinen Hammer wie eine Krise, eine Beziehung oder körperlich oder eine Krankheit oder in eine Katastrophe, dass man dann endlich mal sich überlegt, was will ich eigentlich und eigentlich will ich ja gar nicht da sein. Natürlich katapultiert einem das ins Elend, dass man einfach gar nicht mehr kann ausweichen. Aber ich finde nicht, dass das nötig muss sein, dass man kann sagen, so, jetzt mache ich mal, ziehe ich mal Bilanz. Wo bin ich da eigentlich unterwegs? Mit wem und wie und mit was für einem Job? Und wollte ich das eigentlich? Und was wollte ich dann? Ja. Ja, ich glaube, es ist halt so, dass wir sind oder fühlen uns vielleicht auch mal so gefangen in etwas. Weißt du, so, okay, ich mache jetzt das, ja, was könnte ich dann noch machen? Was sind meine Fähigkeiten? Wo bin ich noch gut? Ich glaube, aus der, und dann aus dieser Komfortzone rauskommen. Das ist auch, ich meine, es ist, eben, ich kenne das schon auch, es ist nicht immer einfach. Es ist einfacher, sagen wir so, für gewisse, und für mich ist es einfacher gewesen, auf die pflanzliche Ernährung zu kommen, weil mir etwas Negatives widerfahren ist. Oder etwas, wo negativ, nein, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es ist positiv gewesen, Gott sei Dank. Aber etwas, wo unangenehm war, und das Unangenehme hat mich so genervt, dass ich etwas an müssen wollen ändern. Und darum ist es halt meistens so, dass man zuerst wartet, bis irgendein Knall passiert und dann macht man es. Aber wie du sagst, wenn das aus einem tiefen Gefühl, Bedürfnis kommt, etwas verändert, dann ist es natürlich schön, weil dann lebt man es natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als wenn man aus einem Leiden oder aus einem Rückfall oder aus irgendetwas das dann tut kreieren. Es gibt beide Varianten natürlich, aber ja. Also das erste Seminar, das ich besucht habe, so ein Persönlichkeitsbildungskurs, er hat das so schön aufgezeichnet, dass da, wenn du nur aus Sicherheitsgedanken in die Richtung gehst und eigentlich ist die Richtung die dich glücklich macht, je länger du so gehst, desto grösser ist der Knall, der dich dann wieder zurückspickt auf eigentlich deine Bestimmung. Und wenn du natürlich jetzt da zuhörst und findest, hey, Bestimmung, Schicksal, das gibt es alles nicht, ja, ist voll okay. Und wenn man das aber so findet, Mama, das Konzept eigentlich ist mein Talent. Ich finde es so schön, dass ein Talent den Weg weisen könnte. Eben bei dir ist Kosmetikerin, hat nicht umsonst Hinführung gerufen. Das Talent dich den Weg weisen und dass du eigentlich Lust hättest, das zu machen, aber du machst es nicht, weil man dort eben weniger verdient oder was auch immer. Und dass dich dann das Leben einfach überschupft und findet, hey, hallo, eigentlich haben wir gedacht, ist das abgemacht. Es ist mega spannend. Ich finde das Leben an sich spannend, ich finde alle Menschen spannend, auch die Hässigen, die du antriffst auf der Post oder im Migros oder wenn du die Nerven hast und die Energie, weil du dir selber gut geschaut hast am Morgen oder so, dann kann man sogar dort, vielleicht, du musst nicht das Gefühl haben, also ich habe sicher nicht das Gefühl, ich könnte jetzt jemanden, der seit 90 Jahren hässig ist, glücklich machen und nachher läuft er mit einem Lächeln aus dem Mikro raus. Aber einfach ein bisschen nett sein, auch wenn er gar nicht nett war. Das finde ich dann auch so Level 15. Ich habe es heute geschafft. Manchmal auch nicht. Manchmal finde ich auch, hören Sie doch auf. So blöd. Also ja, irgendwie. Ja, ja, klar. Umgehen. Also ich finde es immer lustig oder köstlich. Gut, es ist mir jetzt schon lange nicht mehr passiert, aber
Wenn du an der Kasse stehst, gut, jetzt kann man ja sehr diese Self-Checking-Dinger da selber machen, scannen. Aber ich gehe immer noch gerne an die Kasse zu der Verkäuferin und ich zahle gerne noch mit Bargeld. Und wenn ich dann so an der Kasse bin oder eine riesen Schlange, das ist mir jetzt wirklich schon lange nicht passiert, aber dann die Leute sich dann so nervt, so, oh, es geht so lang und oh, weißt du, und ich voll entspannt in der Reihe bin und denke mir, hey, wow, dort bin ich, über das hinweg bin ich schon, weißt du, ich habe mich früher auch anders genervt, so, nein, wieso muss ich jetzt so viel kaufen oder so. Und jetzt ist es wie so, ich kann wieder darüber lachen und ich denke mir, okay, gut, ja. Gewisse Leute haben gewisse Sachen halt noch nicht gelernt oder gesehen und das ist eben auch wieder das Schöne. Die Erfahrungen, die man im Leben hat, zum Beispiel die ist sie, wenn du ins Ausland gehst, also jetzt gerade Südamerika, und du stehst irgendwo an der Kasse, als erstes Mal im Supermarkt, sowieso nicht alles, was du willst, und also wirklich weniger als die Hälfte, was wir da haben, hat es dort vielleicht, je nachdem, wo du bist. Dann stehst du an der Kasse, eine riesige Schlange, ich meine, so Self-Scan, Zins hat es vor 10 Jahren jetzt sowieso nicht gegeben, gibt es wahrscheinlich heute in gewissen Ländern auch nicht. Und dann bist du dort und denkst so, hey, das ist anstehen und warten. Weil, weißt du wirklich. Und du lernst dich einfach auch, du lernst die Geduld zu haben. Und das ist alles eben ein Learning. Das braucht einfach auch die Erkenntnis, dass es auch nichts bringt, wenn du dich jetzt nerven tust, weil du jetzt da stehst. Und die Erkenntnis zu haben und das dann auch zu lernen und nachher zu wissen, dass, hey, das Leben kann dann wirklich in so vielen Bereichen so viel einfacher sein. Dass du denkst, ey, wie kann man sich ab dem nerven? Oder wie? Das ist doch eigentlich wie nichts eigentlich, weißt du? Darum, ich konzentriere mich auch auf das, wo jetzt ist und wo ich positiv kann für mich verändern. Und alles andere, ja, darf ich mich mal nerven, klar. Ich bin auch nicht nur immer, jeden Tag oder jede Minute gerade positiv. Es gibt auch Momente, wo ich einmal traurig bin und nachdenklich. Und dann, ja, dann weiss ich aber auch wieder, dass die Freude mir gut tut. Ja, also eben, dass sich nerven. Und Auslanderfahrungen finde ich auch, das ist das Beste. Und selbst in Japan, wo alles so hoch organisiert ist, weißt, lernst du dann noch so, okay. Oder eben Freiheiten schätzen, die wir da haben in der Gesellschaft, wo dort geknabbelt sind, dass wir das und das nicht darf. Ja. Darum bin ich kennenzulernen bei uns. Und ja. Gut. Es ist einfach spannend, all die Erfahrungen zu machen. Ich finde so, bei mir merke ich, wenn etwas ausleert, da bin ich ausgerastet früher. Weißt du, so über mich. So, du Dame, ich weiss, in den Wegezeiten irgendwie, weiss ich auch nicht, vielleicht nicht gerade Wasser, sondern irgendetwas Klebriges. Ja. So mega aufregend. Und jetzt finde ich immer so, oh, okay. Wirklich nicht eine Sekunde von einem Nerv, sondern so, also, das machen wir jetzt. Und das ist auch wieder mit Kind sehr entspannt, wenn man findet, okay, anstatt bei jedem ausgeleerten Glas irgendwie einen Tobsuchtsanfall hast, mega anstrengend. Eben wieder über die Klasse, so anstrengend. Das ist anstrengend. Und es ändert nichts. Und ja. Nein, eh nicht. Eben, das ist so, es ist lustig, dass du das sagst mit dem Ausleeren. Hey, gerade letzte Woche ist es passiert. Ich habe so einen super coolen Vitamix, oder? Ich meine, den Turbo-Vitamix, wo alles super smooth ist und weiss ich, was alles zerkleinert und zermalt. Und ich weiss nicht, wie ich es vollbracht habe, aber ich habe das schon seit 10 Jahren, eben fast, ja, oder 9 Jahren. Hey, und ich habe wirklich so meine, weißt du, Beere, meine tiefgefrorene Beere rein da, das Kokoswasser und all das Zeugs und so richtig Beere-Grot. Dann habe ich irgendetwas gemacht, weißt du, das hat wie so, entweder hat es so einen starken Druck drauf gegeben, hey, das hat es mir voll einen Teil von dem Plexi-Behälter, den du drauf tust, hat es mir verjagt, hey, in meiner Küche so, pff, Sprinkle! Ui! Hey, ja, und ich dort so, okay, ja, wo ist es? Zuerst mal so, weißt du, wie, geschaut, ich habe nicht ausgerufen, ich bin einfach so dort, so, okay, so gut. Und dann habe ich angefangen zu putzen. Weißt du, einfach so, okay, jetzt muss ich putzen, ah, jetzt muss ich noch ein bisschen reiben und so. Hey, okay, gut. Weil es ist mir ja schon 100'000 Mal so etwas passiert. Und ich habe gewusst, dass es eben auch nichts bringt, wenn du dich wieder 100'000 Mal aufregst.
Und ich habe auch gewusst, hey, okay, das ist jetzt kaputt. Ich kann das ja neu kaufen. Das Materielle kannst du eh alles neu kaufen. Das ist mir auch nicht so wichtig. Also ich kann es neu kaufen. Und das andere, ich putze es. Und dann ist es gut. Ich brauche halt ein bisschen Zeit und muss Zeugs auflesen. Es war vielleicht ein bisschen eine Sauerei gewesen. Klar, es war nicht lässig gewesen, aber ich bin froh gewesen, ob ich die Küche wieder putzen konnte. Das ist ja nicht meine Küche. Das ist ja Genossenschaftswohnung. Also von dem her. Ja, aber eben so Beispiel. Aber du kannst dann vor allem noch froh sein, dass das Plexiglas-Teil dir nicht irgendwie auch gesaust ist oder so. Nee. Krass. Genau. Genau, also da bin ich als Erster dankbar gewesen, weil ich bin so verschrocken, ich sehe, okay, es ist wirklich so ein Loch und das Plex, ich sehe, ich bin so perplex gewesen, wie das jetzt auch passieren könnte, weißt du, so, hallo? Aber ja, nein, ich bin froh gewesen, ich habe gesagt, zum Glück ist es mir nicht ins Auge oder irgendwo sonst irgendwie um die Ohren geschlagen. Eben. Wow. So. Okay. Genau, ja. Das ist jetzt also auch mehr als Level 15, finde ich. Wenn ihr da noch den ganzen Berimix, der ja so schade ist, dann, dass dann den am Boden. Ja. Ja. Level 15. Okay. Nore, was ist deine Message an die ganze Welt? Wenn jetzt hören die alle zu. Alle können Schweizerdeutsch. Das stimmt natürlich nicht, aber trotzdem. Was sagst du der ganzen Welt? Ja, ich habe es jetzt mehrmals, glaube ich, schon heute erwähnt, mehr ins Bewusstsein kommen. Für sich selber bewusst im Alltag sein, was man macht, wie man es macht. Ob das jetzt ist ein Nahrungsmittel zu sich nehmen, also Mahlzeiten zu sich nehmen, kochen, essen, Begegnungen mit Menschen, seine Zeit bewusst nutzen, was macht man mit dem. Aber auch Bewusstsein im Aussen, also mit der Umwelt, mit der Natur, oder? Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung und von welchen haben wir genug und vielleicht von welchen haben wir nicht so viel, dass wir sich mit dem vielleicht noch ein bisschen mehr auseinandersetzen oder Gedanken machen, wie dass wir das Bewusstsein noch ein bisschen mehr in sich finden, suchen und ja, ausleben, leben. Genau, das würde ich jetzt mal sagen. Danke viel mal. Wir könnten noch lange schwätzen, aber wir machen ja eine Koch-YouTube-Serie. Ich bin mega freut. Also, wir bringen viele Sachen. Danke tausendmal für deine Zeit und deine Energie und all deine Weisheit. Mega. Ich danke dir vielmals, Ronja, für das tolle Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin viel Freude und Spass mit deinem ganzen Joy-Leben, das du lebst. Und es war mir eine Freude gewesen, wirklich. Danke vielmals. Danke dir vielmals. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Danke tausendmal fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast das Interview genauso geniessen wie ich. Du kannst doch auf iTunes auf Abonnieren klicken und schreib mir eine Rückmeldung, falls dir der Podcast gefallen hat. Und komm unbedingt in meine gratis Facebook-Gruppe, um über die Episoden zu schwätzen oder andere Joy-Themen zu geniessen. Du findest den Link dazu in den Shownotes auf roniasakata.com/blog. Falls du auf der Suche bist, um mehr Freude in dein Leben zu holen, dann habe ich das absolut coolste Tool für dich parat. Geh auf roniasakata.com/UA. Und tun dir einen persönlichen universellen Assistent oder eine Assistentin anstellen. Wenn du jetzt findest, hä, verstehe ich das total? Du findest die Auflösung und das mega lässige Tool, das ich jeden Tag brauche, auf roniasakata.com/ua. Bis zur nächsten Episode. Tschüss!